Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bausimulator 22, die 2 vom Bau. Mit, zusammen mit Intoxizockt, aka Bodo Bagger. Servus miteinander. So. Der baggert, ich fahre dieses hochexplosive Zeug jetzt irgendwo hin. Hoffentlich fliegt es da um die Ohren. Das ist weit genug von der Führerkabine weg. Es pöddelt aber ganz schön da hinten in den Fässern, du. Was hast du gesagt? Nicht schütteln? Ja, nicht schütteln. Ja, und was ist jetzt hier mit dem Fahren? Dann müsste ich ja, keine Ahnung, 5 Stundenkilometer fahren oder so. Ja, schütterungsfrei fahren. Ach ja. Erschütterungsfrei. Ich fahre jetzt mit 103 durch die Kurve. Ist das in Ordnung? Ja, wird schon passen. Ey! Der hat mich von der Straße gehebelt. Hör mal, ich habe explosives Zeug an Bord. Unglaublich. Das interessiert die immer herzlich wenig, ne? Was? Ich dachte, das interessiert die immer herzlich wenig. Ja. Dann hauen sie ab, lösen sich quasi in Luft auf. Ja, das sind immer die Schärfsten. Ein Unfall bauen und dann fort. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich darf hier keine Fußgänger überfahren, warum nicht? Lassen Sie die Fußgänger in Ruhe. Bin gleich da, glaube ich. Oh, okay. Arbeitsmodus. Was denn? Stützfüße sind blockiert, so ein Blödsinn. Stützfüße blockiert, so ein Schmarren. Ja, wenn der sagt, Stützfüße sind blockiert, dann sind die Füße blockiert. Ach, alles Blödsinn. Ja, nix Blödsinn. So. Ja, dann wollen wir das Zeug mal abladen, wa? Ja, kannst du machen, ne? Du musst einen Graben graben, wofür? Ja, keine Ahnung, fragen mich was Leichteres. Ich mach halt einfach. Ich schüttel die Kisten noch ein bisschen, wa? Ja, ganz kräftig schütteln und dann damit aufmachen. Damit die hier noch ein bisschen Spaß haben an dem Zeug. Ja, die freuen sich, wenn sie es entsorgen. Ist ja nicht mein Problem. Wenn sie dann fragen, wo es wegkommt, ja, keine Ahnung, das hat der Bodo Bagger geliefert. Ja, nee. So. Das kannst du mal vergessen. Eigentlich Geld dafür, dass wir das Zeug hier entsorgen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich gibt's Geld, sonst müsste man es ja nicht entsorgen. Mann, Mann, Mann.
mal den Kran in die falsche Richtung und dann gleich so ein Zirkus. So, da ist die Baustelle. Dann will ich hier hin. So. Dann fahre ich jetzt mal wieder zurück, wa? Gibt jetzt wieder eine schöne Autofahrt zu sehen. Schade, und ich dankte, dich hat's zerlegt. Ich habe jetzt kein Licht angemacht, wa? Das ist in Ordnung, oder? Ja, fahr immer ohne Licht fahren, immer. Ja, hallo, das braucht Strom. Ja. Ach ja. Junge, der ist aber auch kurvengängig hier, du. Sehr schön. So. Wahrscheinlich hörst du mich schon. Nö, weil ich auch im Bagger, ich höre gar nichts. Außerdem wow. So richtig schön um die Kurve gedriftet. Das war cool. Mach richtig Spaß, du. Ich sehe einen Baukran. Ich glaube, ich bin gleich da. Ja. Ich muss doch bestimmt gleich irgendwo die Solarzellen abholen, oder? Ja, mit Sicherheit. Das wäre doch zu einfach, wenn sie die zur Baustelle liefern würden, oder? Ja, es wäre wohl der einfach halber zu viel, ja. Ja, kann es sein, dass das der Stromleitungsgraben ist, den ich da gerade aushieb? Möglich, ja. Die ganzen Leitungen dann entlang laufen? Ja, ne. Nee, der Bagger, der Mödel ist. Oh no. So, ich guck mal eben, ob ich Materialien. Ja, ich muss ja was einkaufen. Das kann ich schon mal machen, glaube ich. Und zwar Baustoffhandel. Das können die ja liefern, wa? Ja, natürlich. Hoffe ich doch mal, dass die liefern. Dreimal Kabel. Fünfmal Metallbauteile. Okay. Drei Paletten Holz. Okay, so. Dann brauche ich noch einmal Bewährungsgitter. Oh nee. Hm. Dankeschön. Dann Schüttgut-Transportsack hätte ich ganz gerne noch. Auch Dankeschön. Und drei Kabeltrommeln, bitte. Wunderbar. Ja, ich glaube, dann haben wir soweit alles. Und dann bitte zur Baustelle liefern. Kannst du freundlich sein, Wahnsinn. Ja, hör mal, da war die Luise hinter der Kasse. Wenn die Luise hinter der Kasse ist, dann bin ich immer freundlich. Ja, war mir klar. Ich sage, ja. Ich sage halt lieber nichts dazu. Nee. Was? Nix. Alles. Zu Damen muss man freundlich sein. Ich hätte jetzt was anderes sagen können, aber ja. Was? Ich hätte jetzt was anderes behaupten können, aber ich stimme dir dazu. Streifenfundament. Ah, dann kann ich aber, warte mal, dann kann ich ja diesen komischen Pott hier auch direkt holen, wa? Lager, zack. Warenausgabe, Betonkübel, liefern an Baustelle. Genau, so. Oh, du bist ja schon fertig. Ja, ne. Ob da jetzt, was kommt jetzt als erstes? Müssen da wohl erst Kabel rein, oder? Wow, jetzt haben sie das Ding auch abgerissen, okay. Also, der Schüttgut-Transportsack. Bin ja mal gespannt, wann es die neuen Schaufeln gibt für den Bagger. Und anderes Gerät, so Presslufthammer. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Wo muss denn jetzt dieser Schüttgut-Transportsack hin? Ach da, okay. Da bin ich auch gespannt, wann das mal kommt. So, andere Löffel.
Dann können wir bestimmt Gebäude abreißen. Da. Ach, schau her, die Erde, die da hergestellt hat, die haben Sackler mitgenommen. Ja, ja. Und diesen komischen Stahlbell. Aber mal ganz ehrlich, die hätten doch jetzt auch die Fässer mitnehmen können, oder? Dafür mussten wir jetzt extra fahren, ja, ne? Eigentlich hätten sie es mitnehmen können. Naja, was willst du? Was willst du erwarten? So. Ja, nix. Nix erwarten. Kabeltrommeln, okay. Das darfst du bestimmt, kannst gleich bestimmt auspacken, den Krempel hier. Ja, gut möglich, ja. Da ist doch schon der erste. Kann man doch schon. Dann lade ich schon mal weiter. Palette Holz. Eine, okay. Genau, Palette Holz. Machen Sie mal Palette Holz. Zack. Plattenfundament. Ja, Plattenfundament ist ja nicht so was Wildes, oder? Nee, ist auch nicht allzu groß, aber du bist ja gerade beschäftigt. So, Metallbauteile. Ja, schade, dass man diese Betonkugel nicht an Bagger hängen kann, wa? Ja. Ich meinte natürlich den Bagger an eine Betonkugel und dann versenken. Also. Bla, 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 bla. So war mein Plan. Irgendwann, ja, ja. Bagger, irgendwann. Ja, und wenn es in unserem letzten Vlog ist, irgendwann habe ich dich versenkt. Ja, okay. Ja. Reden Sie sich nur aus. Dann Treffer versenkt, wie beim Schach oder Schiffe versenken. Ich könnte ein neues Brettspiel erfinden, Bagger versenken. Ja. Dein Wird Ziel ist es, Bodo Bagger möglichst tief zu entsorgen. Hey. Cool. Es wird dann das Spiel des Jahres. Es kriegt einen Preis auf der Spielwarenmesse, ja. Ja. Ja, wie zweimal gesagt, Materialien aus. Ach nee, für ein Fundament gießen und einmal auspacken, okay? Wird das Spiel des Jahres. Elemente platzieren, Kabelschacht. Ah ja, okay, kann ich ja schon machen, wa? Gehe ich mal von aus, dass du das kannst. Manchmal bin ich mir da nicht ganz sicher, aber nur manchmal. Komm, ich habe schon so tolle Sachen gebaut. Ich erinnere dich nur an dieses Superhotel in, keine Ahnung, wie unser Kaff da hieß. Habe ich auch wieder völlig vergessen. Keine Ahnung. Bin schon so lange da, dass man das alles vergisst. Ja. Aber vielleicht gibt es da ja auch ein paar schöne neue Aufträge, wenn wir wiederkommen. Ja, angeblich soll da was gekommen sein. Also die Bürodamen haben gemeint, ja. Aber. Ja. Ich habe gerade eine Katze gehört, du. Ich glaube, der gefällt das nicht, dass ich sie heute Morgen in meinen Rucksack gesperrt habe. Kannst du auch nur. Dann, war klar. Transformator, wo kommt der denn her? Aus Transformatien, bitte sehr. Der muss geholt werden, wa? Ja. Ich glaube schon. Spezialteil an der Metallwerkstatt, okay. Dann werde ich mal zur Metallwerkstatt fahren. Wo ist denn die? Da oben. Frage beantwortet, ja. Ah.
Ja, dann setze ich mich jetzt wieder in meinen tollen LKW. Ich hole den Trafo. Ja, holen Sie mal den Transformator. Hoffentlich kriege ich den mit diesem Kran überhaupt. Ja. Ich mach mal Licht an, glaube ich. Hoffentlich kriege ich mit diesem Kran den überhaupt gehoben. Ja, und wenn nicht, dann nicht, ne? Weil der Transformator sieht schon mächtig groß aus. Im Plan. Meinst du? Ja. Dann müssten wir da echt den Mobilkran hinhaben. Naja, ich versuch das mal. Probieren Sie mal Ihr Bestes. Bestes gerade mal gut genug, oder wie war das? Ansonsten weißt du ja, was du zu tun hast, ne? Dann musst du mit dem Mobilkran kommen und den aufladen. Dich hängen lassen, alles klar. Weißt du, was blöd ist? Ja, du. Wenn ich über das Funkgerät mit dir rede, höre ich die Außengeräusche nicht mehr. Der passt doch. Es ist irgendwie, ist das nicht richtig? Das Wichtigste, Höchste. Ich möchte trotzdem etwas von der Natur mitbekommen und die Arbeitsgeräusche, weißt du? Ja, aber gerade Arbeitsgeräusche von dir, die hört man so selten. Ja. Gewöhn dich da mal nicht dran. Ach, wäre doch in Amiland geblieben. So, wo ist der Trafo? Da stehen immer noch diese ollen Giftfässer rum. Soll hier Leitungen verlegen? Ja. Kann hier Leitungen verlegen? Oh mein. Ich kann Rohr verlegen. Ich bin gespannt, was das Ding wiegt. Paket Sonnenkollektoren. Kannst du dir vielleicht auch noch mitbringen? Von wo? Ja, keine Ahnung. Ach, die liegen hier gleich neben. Ja, kann ich auch machen. Ja. Sofern ich den Trafo hochkriege. Das wird jetzt ein Experiment. Wenn ich ihn anhaken kann, okay. Ja, das fehlt nämlich auf der Baustelle und dann geht's wieder nicht weiter. Es geht. Den Trafo kriege ich tatsächlich hoch. Wow. Dau auf der Baustelle. Und was hast du gesagt? Sonnenplatten, ne? Zwei Pakete. Ja, zwei Pakete. Sonnenkollektoren. Das wiederholt sie jetzt wahrscheinlich noch, ne? Ja. Ich habe da jetzt aus Versehen mit dem Haken reingestoßen. Meinst du, das macht den Sonnenkollektoren was? Nö, macht gar nichts. Noch zwei Gräben. Ganze nochmal, zweimal, dann haben wir's. Was, noch mehr als diese Sonnenkollektoren jetzt holen? Ja, anscheinend kommt das Ganze noch zweimal. Aber die werden dann auch bestimmt wieder geliefert, oder? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. War ja bei den letzten Aufträgen eigentlich auch. Weiß ich nicht. Muss die jetzt nur so intelligent platzieren, dass ich sie auch tatsächlich alle drauf kriege. Ja, Gott sei Dank habe ich den Bagger nicht weggefahren, sondern bloß auf die Seite und die Betonbombe auf die Seite gestellt, weil komme ich noch mal zweimal graben und zweimal Streifenfundament gießen und dies und das und jenes. So, noch ein Stückchen. So, erste Palette ist drauf.
kommt die zweite. Oh. Dass ich so einen langen Arm habe. Kann man das nicht schneller machen? Mir ist langweilig. Nee, das kann man nicht schneller machen. Boah. Weil das muss ja genau ausbalanciert werden. Nicht damit, damit eben dann später das nicht auf der Straße, fällt, weißt du? So. Aber dir zuliebe werde ich das jetzt, werde ich jetzt mal eben genau. So. Kann ich ja schon mal das Rückflugticket buchen, wa? Wohin? Ja, nach Deutschland. Ja, ich glaube, so lange dauert das nicht mehr. Das ist wohl wahr. Mal gucken, was sich hier noch ergibt. Aber ich glaube, nee, auf Straßen habe ich keinen Bock. Ab in die Heimat. Also wenn jetzt nach dem Bauabschnitt nichts mehr Weltbewegendes kommt, dann... Naja, die beiden, die warte mal, diese komische Salatschüssel da und diese Windturbine da, ne? Oh, ja. Das sind ja noch zwei so kleine, die nehmen wir noch mit hier und dann gucken wir mal. Oh, ernsthaft? Ja, ja, die nehmen wir noch mit, die kleinen Dinger da. So ein Windrädchen, so, oh. So ein kleines. Das ist ja nicht mehr viel. Das kriegen wir, glaube ich, dann an einem Tag wohl beides fertig, wa? Nee. Aber Straßen baue ich nicht mehr und Hallen auch nicht. Nee. Ja, ja, dass sonst... wir jetzt da noch nicht entschieden haben, neue Hallen herzubauen, da wo jetzt quasi die Mittelmaschine steht und der Bagger. Was soll denn da denn für eine Halle hin? Ja, da wäre ja Platz, da stehen jetzt nur Bauruinen, da könnten wir locker noch so eine Traglufthalle hinbauen. Ja, aber nicht so eine, wie wir schon gebaut haben, das wäre langweilig. Ja, nee, natürlich. Wenn, dann muss die Halle anders aussehen. Nö. So, oder du baust eine Halle und ich baue den Sauerstofftank da. Ja, boah, hier wäre ja, doch, so, da kriegt man auf jeden Fall noch eine Halle hin. Minimum. So, ich bin auf dem Weg. No. Aber das Auto kann nicht schneller. Der Trafo ist schwer. Aber ich sehe schon den Kran. Du müsstest mich schon hören können. Immer diese billigen Ausreden. Auf, schöne Solarpaneele kommen jetzt. So, Mörtel kommt. Aufpassen. David. Oh, jetzt Zeit. So. Mal das Trafohäuschen. Aber da ist nichts drin. Sonst wäre das nicht so leicht. Was ist das denn? Also, Dach hier drüber? Ach so. Ah, okay. Ist ja quasi schon fertig, fix montiert und dann wird bloß noch reingebaut. Ja, ja. Leichtbauweise. Ja, runterlassen. So, jetzt Sonnenkollektoren. Und dann ist Feierabend, dann habe ich gemacht. Was? Ja. Ich streik. 8 Uhr. Streik Bauwerk. Nicht. Grabenaushub, schon wieder. Ja, sag ich doch, das kommt jetzt noch zweimal. Ja. Ja gut, vielleicht gehen wir dann danach nach Deutschland zurück. Mal gucken. Ja, wie jetzt? Entscheid dich mal. Erstmal machen wir das fertig. Mal gucken, wie lange das dauert. So.
Ja, dass das Baseboard mit Strom versorgt wird, ne? Das fällt Ihnen früh ein. Ja, irgendwie schon. Die erste Rakete schon abgehoben und alles und dann fällt mir ein, oh, wir könnten ja... ja in die hätte gar nicht fliegen dürfen, die hatte gar keinen Strom. Ja. Könnten ja in Solarenergie machen. Ja, war der Habeck hier? Ja, anscheinend. Sponsert aus Deutschland, oder wie? Hat er die bekehrt? Ja. Sag mal, kann ich die Dinger nicht auch mit dem Bagger transportieren? Ja. Ich probiere mal. Aber ich weiß nicht, ob das hier zu empfehlen ist. Weiß ich warum? Nicht. Warum? Wenn's kaputt sind, sind's kaputt. Dann gibt's neue. Ich will das mal probieren. Doch, ich sehe tatsächlich. Oh ja, okay. Das geht. Mit der Schaufel kannst du die anhaken. Das ist möglich. Was meinst du, wenn ich jetzt so ein Ding da anhänge, dann könnte ich doch einfach über die anderen drüber fahren, oder? Ja. Wie war das gerade mit kaputt ist kaputt? Genau, so. Jetzt hier runter gehe. So, jetzt sind sie oben. Jetzt kann ich doch einfach hier drüber fahren. Mann. Nein. Das Pferde geht. Mit dem schweren... Pferde. Mensch, die sind doch hier. Was soll denn das? Pferde mit den schweren Gleisketten drüber. Das guck mal, nichts passiert. Cool, wa? Nee. Kann gar nicht mit hingucken. Hat keiner gesehen. Ja. Wenn ich das jetzt wieder gemacht hätte, ne? Dann wäre wieder Polen offen gewesen. Er ist natürlich wieder aufgeführt wie so ein Guckumuppel. Ich darf das ja auch, ich bin Chef. So, die letzte noch. Putz da mal ein bisschen drüber, dass man die kaputten Dinger nicht so sieht. Oh, nee. Nee. Aber ganz ehrlich, wenn der Bauleiter nachher nicht meckert bei der Abnahme, dann ist doch alles gut. Ja, dein Wort in Gottes Gehörgang. So, guck, fertig. Ja, dann kannst du gleich drüben stehen bleiben, weil da kannst du den Graben ausheben. Ja, aber das machen wir nach unserer Pause. Alles klar. Oder? Jo, Pause habe ich gehört. Nee. In diesem Sinne, liebe Leute, wir sind am Ende einer Folge. Schaut beim Mörtel rein, wie er die Sonnenkollektoren und den Generator verlassen hat. Das habe ich perfekt gemacht. Ja. Ich habe mich in der Zwischenzeit gelangweilt, weil war nichts mehr zu tun. Alles, was zu tun war, habe ich erledigt gehabt. Der hat gezittert, jo, wo ich über die Dinger gefahren bin. Ja, da habe ich gezittert. Weil man das nicht macht, aber gut. Nee, so ist er halt, unser lieber Mörtel. Ja, passt. In diesem Sinne, liebe Leute, wir sehen uns zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis dahin, tschüss.